Hallo bei Selbstorientiert. Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt von uns für euch. Das folgende Video ist für euch ein Zusammenschnitt aus dem Wichtigsten, was für euch relevant ist, nachdem ihr auf dieses Video geklickt habt. Dabei ist das gesamte Video jetzt in der Infokarte verlinkt und folgt auch nachdem ihr den Ausschnitt aus diesem Video gesehen habt. Viel Spaß beim Video. Kommen wir dann zu weiteren Handlungsfeldern, die auch eine große Relevanz haben für die Aufgaben der UN, beziehungsweise in welchen die UN auch tätig ist. Und ein Aufgabenfeld, welches in den letzten Jahren insbesondere eine große Relevanz bekommen hat, ist der Klimawandel, beziehungsweise das Handlungsfeld der Umwelt. Das heißt, hier versucht man insbesondere durch eine internationale Zusammenarbeit mit den einzelnen Organen der UN, insbesondere den Wirtschafts- und Sozialrat und natürlich die Generalversammlung, zwischen den einzelnen Staaten zu vermitteln. Die Delegierten beraten sich über die einzelnen Ziele und versuchen hier Grundlagen festzuhalten, um weltweit den Klimawandel zu bekämpfen und entsprechende Maßnahmen zu beschließen, die dazu führen, dass der Klimawandel eingeschränkt werden kann, beziehungsweise ja, sozusagen komplett verhindert werden kann. Hier geht es also um den Schutz der Umwelt, den Schutz des Klimas und letztendlich auch den Schutz bestimmter Ressourcen, insbesondere natürliche Ressourcen wie beispielsweise der Regenwald stehen hier im Vordergrund und werden hier insbesondere als wichtiges Handlungsfeld behandelt. Das heißt, hier geht es tatsächlich darum, dass die verschiedenen Organe der UN versuchen, die Umwelt zu schützen, insbesondere durch Vermittlung und den Schluss von internationalen Zusammenarbeiten zwischen wichtigen globalen Staaten, letztendlich aber allen Staaten der UN. Gleichzeitig ist es natürlich auch immer ein wichtiges Handlungsfeld, dass humanitäre Angelegenheiten gelöst werden. Hier haben wir so ein bisschen eine Korrelation zwischen humanitären Angelegenheiten, der Friedenssicherung, aber auch gleichzeitig den Schutz von Menschenrechten. Das heißt, letztendlich ist es so, dass man mit den humanitären Angelegenheiten, insbesondere die Bekämpfung von Hunger, aber auch die Entgegnung von entsprechender Gewalt gegen Frauen insbesondere oder gegen Kinder hervorhebt. Letztendlich ist es aber ein Teilbereich, den man sicherlich auch dem Schutz der Menschenrechte und der Friedenssicherung unterstellen kann. Der wird aber hier nochmal besonders hervorgehoben, weil es ja immer noch viele Länder gibt, in denen entsprechende humanitäre Angelegenheit ein besonderes Spannungsfeld sind, ein besonders wichtiges Handlungsfeld, in dem die UN aktiv werden muss und auch mit ihren verschiedenen Unterorganen, verschiedenen Organisationen, beispielsweise dem Kinderhilfswerk des UNICEFs, nochmal besonders eingreifen muss. Die Sicherheit und Friedenssicherung ist auch hier wieder ein Teilaspekt, der hier nochmal benannt werden muss. Das heißt, der ist auch nochmal weitaus ausgeweiteter als diese Konfliktprävention. Das heißt, hier geht es insbesondere darum, dass man auch Terrorismus verhindern möchte und dieser dann auch global bekämpft werden soll. Das heißt, entsprechende Geheimorganisationen werden auch natürlich über diese Vermittlung der verschiedenen Organe der UN dann tatsächlich organisiert und dementsprechend ist es auch ein wichtiges Handlungsfeld. Genauso ist es so, dass man hier nochmal hervorheben muss, dass diese einzelnen Handlungsfelder, die ich benannt habe, interdisziplinär sind und werden dann natürlich auch von den verschiedenen Institutionen bearbeitet. Ich hatte es ja immer benannt, welche Institutionen dafür konkret wichtig sind, welche Organe der UN wichtig sind. Grundsätzlich ist es aber so, dass die einzelnen Handlungsfelder sozusagen immer zwischen den einzelnen Begriffen dann stehen. Das heißt, hier versucht man, dass alle Handlungsfelder miteinander korrelieren. Man versucht auch das Ganze miteinander zu verknüpfen und entsprechend immer entsprechende Kofaktoren zu bedenken, sodass alle Handlungsfelder optimal gelöst werden. Und damit ist jetzt das Video eigentlich vorbei. Wir haben für euch jetzt die wichtigsten Informationen rund um das Thema zusammengefasst, aber wir möchten euch noch ein wichtiges Video an dieses Video anhängen, damit ihr nochmal eine Gesamteinordnung in das Thema bekommt. Das heißt, für euch folgt jetzt nochmal ein inhaltlich relevantes Thema. Falls ihr daran auch interessiert seid, bleibt einfach dran und dann könnt ihr euch auch ein bisschen weiterbilden. Viel Spaß mit dem Video. Und wir wollen uns jetzt hier zuerst einmal die zentralen Aufgaben bzw. Themen der UN angucken. Das heißt, grundsätzlich ist es ja so, dass wir bei der UN verschiedene Aufgaben vorfinden können und insbesondere 5 Aufgaben als zentrale Aufgaben herausstehen. Das heißt, diese sind für die UN insbesondere wichtig und werden auch von der UN insbesondere forciert. Das heißt, die einzelnen Organe, die die UN hat, Sicherheitsrat, Generalsekretär, Gerichtshof, aber natürlich auch die Generalversammlung. Das sind alles Organe, die sich insbesondere damit beschäftigen und versuchen, diese zentralen Aufgaben zu lösen. Das heißt, man muss sich letztendlich vergegenwärtigen, diese Aufgaben
bestehen und die UN versucht dann mit Hilfe ihrer Organe da einzugreifen und entsprechend diese Aufgaben zu bewältigen. Und die erste Aufgabe ist die Friedenssicherung bzw. Konfliktprävention. Das heißt, hier haben wir ja sicherlich schon mal eine Aufgabe vorliegen, die ganz klar entsprechend dort ansetzt, wo wir hier insbesondere den Sicherheitsrat brauchen. Das heißt, der hat ja insbesondere die Aufgabe, in entsprechenden Krisensituationen zu vermitteln. Das heißt, sozusagen zu versuchen, zu verhindern, dass ein entsprechender Konflikt auftritt, dass entsprechende kriegerische Akte sozusagen auftreten, aber gleichzeitig auch entsprechend auf diese Konflikte zu reagieren. Das heißt, wenn entsprechende Angriffe stattfinden bzw. Verstöße gegen diese Grundordnung, diese Friedensordnung der UN, dann sollen sie dort eingreifen. Das heißt, das ist ganz klar eine Teilaufgabe auch des Sicherheitsrates, aber auch die Generalversammlung greift dort insbesondere ein, weil sie als Verwaltungsorgan bzw. auch als Vermittlungsorgan da auftreten kann, aber auch weitere Organe der UN, beispielsweise die UNICEF, greift hier insbesondere ein, wenn natürlich Kinder beteiligt sind. Aber das sind verschiedene Organe, die hier eintreten. Grundsätzlich ist dabei das Ziel, dass der Frieden auf der Welt gesichert werden soll. Dementsprechend, dass alle Länder, die in der aktuellen Zeit einen entsprechenden Frieden haben, auch weiterhin ihren Frieden behalten sollen und langfristig auch dort, wo aktuell noch kein Frieden herrscht, dieser Frieden hergestellt werden soll. Das heißt, dass weltweit praktisch keine Kriege mehr stattfinden. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass eine entsprechende Konfliktprävention stattfinden soll. Das heißt, hier geht es insbesondere darum, dass man versucht, zwischen potenziellen Konfliktparteien zu vermitteln, dort entsprechend präventiv einzugreifen und hier langfristig sozusagen auch zu versuchen, entsprechende Konflikte zu verhindern. Des Weiteren, ich hatte es gerade schon einmal angedeutet, geht es auch um den Schutz der Menschenrechte und der Grundfreiheiten. Das heißt, wir haben ja die Charta der UN, das heißt, die Menschenrechte wurden ja einmal festgelegt und sind auch von jedem Land, was in der UN vertreten ist, unterschrieben worden. Und dementsprechend ist es eine Grundaufgabe der UN, dass der Schutz der Menschenrechte stattfindet und entsprechende Grundfreiheiten, die in den einzelnen Ländern und weltweit bestehen, auch hier gesichert werden. Das heißt, hier geht es insbesondere darum, dass Menschenrechte gesichert werden und Menschen sich auch frei bewegen können, entsprechend ihrer verschiedenen Rechte, die einfach weltweit gleichberechtigt auftreten sollen. Dann ist es so, dass natürlich auch eine Aufgabe der UN das Bewahren und Vermitteln des Menschen- und Völkerrechts ist. Das heißt, hier greift natürlich insbesondere der Gerichtshof ein, der hier dann insbesondere zwischen einzelnen Parteien vermitteln soll, zwischen einzelnen Nationalstaaten vermitteln soll und somit dann auch entsprechende Aufgaben lösen soll, die sich insbesondere mit den Menschenrechten und den Völkerrechten beschäftigen. Das heißt, hier geht es insbesondere wieder um die Vermittlung zwischen den einzelnen Nationen und entsprechenden Verstößen gegen diese Rechtsgrundlagen. Das heißt, das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe, die hier durch die UN natürlich stattfindet. Des Weiteren ist es wichtig, dass eine Förderung der internationalen Zusammenarbeit stattfindet. Das heißt, hier versucht man langfristig internationale Zusammenarbeit zu sichern. Das ist ähnlich wie die Friedenssicherung. Hier geht es insbesondere um die Vermittlung zwischen Staaten. Das heißt, die Staaten, Nationalstaaten sollen miteinander kommunizieren und ihre internationale Zusammenarbeit ausbauen. Das heißt, hier haben wir praktisch das Konzept der Global Governance in einer gewissen Form sozusagen vorhanden. Falls ihr nochmal genau verstehen wollt, was Global Governance ist, haben wir dazu ein Video gemacht. Das verlinken wir euch gerne in der Infokarte. Ansonsten ist es aber sehr zentral, dass die UN natürlich versucht, langfristig eine weltweite internationale Zusammenarbeit zu forcieren. Das heißt, dass Nationalstaaten langfristig auch miteinander kooperieren, Kooperationen aufbauen und international sozusagen dann ihre Zusammenarbeit bestehen lassen. Des Weiteren ist es wichtig, dass eine soziale und wirtschaftliche Entwicklung stattfindet. Das heißt, hier geht es insbesondere darum, dass man hier natürlich versucht zu erreichen, dass entsprechende soziale, wirtschaftliche Folgen immer bedacht werden und entsprechend auch die soziale und wirtschaftliche Entwicklung hier entsprechend gefördert wird. Das heißt, hier versucht man entsprechend der UN, insbesondere durch den Wirtschafts- und Sozialrat, einzugreifen und langfristig soziales und wirtschaftliches Wachstum zu ermöglichen, soziale Gerechtigkeit zu ermöglichen, eine gesellschaftliche Zusammenarbeit hier von den einzelnen Nationen sozusagen durchzuführen.
Und damit soll es auch gewesen sein von den Aufgaben der UN. Wir haben insbesondere die zentralen Aufgaben nochmal hervorgestellt. Das heißt, es geht insbesondere um die Friedenssicherung, die Sicherheit und Konfliktprävention. Gleichzeitig aber auch um den Schutz der Menschenrechte und entsprechenden Grundfreiheiten, die lange erkämpft wurden und hier auch fortbestehen sollen, in einzelnen Ländern immer noch nicht bestehen. Und dementsprechend geht es hier auch insbesondere durch den Internationalen Gerichtshof um das Durchsetzen dieser Menschen- und Völkerrechte und die Vermittlung von internationalen Zusammenarbeiten. Der Wirtschafts- und Sozialrat kümmert sich insbesondere um die sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsfaktoren und weitere Handlungsfelder, welche insbesondere in letzter Zeit sehr wichtig geworden sind, ist natürlich der Klimawandel, die Umwelt, der Schutz der Umwelt und entsprechende humanitäre Angelegenheiten. Und damit soll es gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ansonsten könnt ihr auch gerne die Bücher in der Videobeschreibung auschecken. Das heißt, dort haben wir einmal ein Buch über die Globalisierung und die UN geschrieben. Falls es euch interessiert, ist das Buch jetzt in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß beim Entdecken des Buches und hoffen, dass wir euch bald wiedersehen. Dazu könnt ihr gerne unseren Kanal kostenlos abonnieren. Und ansonsten soll es aber auch gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!